Are you ready to rumble? Nein! Stranger, do you possess the strength to defeat my master? Master? Okay, Chaos. Ja, es ist ein Boss. Nein! Nein! Wow, er ist so schwer. Ah, ich treffe nicht. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Für einen Bosskampf! Ja, ihr seht, der Bosskampf besteht nicht aus allzu vielen Phasen. Er dreht sich manchmal, hält seine Arme hoch. Und das ist von Vorteil, die Arme zuerst zu besiegen, denn wir haben 600 Leben. Aber unsere Waffe macht nicht so viel Schaden. Naja. Aber der macht auch nicht allzu viel Schaden. 4, 5, 6. Aber wir sollten auch damit umgehen. Die Arme kommen noch. Und wenn er sich so dreht, kriegt er ein bisschen mehr Schaden. Macht aber auch ein bisschen mehr Schaden. Und ja, das ist der Gatekeeper, der mit dem Dungeon. Okay, der drückt Damage. Okay, ich habe ihn besiegt. Ja, 5 Gold Coins. Yeah. Ja, Liebe. Und da sind 2 Sterne, die ich nicht haben möchte. Und jetzt geht's in den dunklen Dungeon. Und unser Inventar ist zugemüht, also. Also ist nicht viel mit. Ich werde Zeug mitnehmen. Doch, ich werde Zeug mitnehmen. Aber ich höre etwas. Ich höre etwas. Was ist das? Keine Panik. Das war ein Skelettkrieger und da hängt ein Skelett an der Wand. Oh mein Gott, da ist ein Herzkristall. Oh mein Gott, ich kann es einsehen. Oh, ein Lichtschalter. Da ist eine Druckplatte. Und da unten, das hier ist eine verschlossene Kiste. Da, wo ich gerade stehe. Aua. Das hier ist eine verschlossene Kiste, die kann ich nur mit einem Schlüssel öffnen. Und den Schlüssel muss man erst finden. Ups, da habe ich mich in die Stacheln reingezogen. Und da habe ich ein weiteres Herzkristall bekommen. Und ihr könnt nicht alle mal. Boah, komm. Du kannst mich auch. Und hier in den Büchern kann manchmal ein Zauber drin sein. Lass mich! Ah, eine Stachelkugel! 2 Magier! Oh, aua! Und wie ich gerade sehe, ich habe maximales Leben erreicht! Von 400! Yeah! Und hier ist eine Kiste, wo ich nicht weiß, wie ich sie öffnen kann. Ja! Das ist mies! Aber ich kann mir Sticky Glowsticks machen. Und Fackeln kann ich mir auch machen. Oh, ein Sticky Glowstick. Es ist so verschwinderisch, dass ich den verwende. Und da unten ist ein Slime. Da unten ist ein Slime. An den Slime muss ich, denn der hat einen Schlüssel in sich. Und mit dem Schlüssel kann ich deine Kiste.
Was? Ein Schlüssel. Golden Key. Habe ich einen Potion bekommen? Ja, ich habe einen Shine-Potion bekommen. Gut. Gut. Jetzt leuchte ich nämlich von selber mit dem Shine-Potion. Wer hätte es gedacht? Und ich habe eine Torch. Und so oder so, ich kann mir eh Torches machen, also... Von daher ist es kein Problem, wenn ich hier so einfach mal zwei Glow-Sticks verwende. Pressure Plate. Okay, ich konnte mir recht wenig Fackeln machen. Aber wir leuchten ja auch von selber mit unser... So. Und unser Lightsaber macht auch ein bisschen... Licht... Steller werfen, so. Da ist eine Kiste, die können wir öffnen mit dem Schlüssel. Und da ist Quick-Mura Maser drinne. Ja, ein Schwert kann man halt verwenden. Wenn man möchte, ist aber nicht so toll. Kann man halt gedrückt halten. Das ist halt schnell. Nein. Und dann kann ich noch alles looten. Waterwalking Potion brauche ich nicht. Tanksten mache ich auch nicht. Weg. Brauche ich nicht. Verpisch. Einfach mal einen Trash, den man so hat. Hier behalte ich mal die Jungle Grass Seeds. Ein Thorns Potion. Nehme ich auch mal schluckig. Wie ein Waldmeister. Oh. Ich bekomme keinen Schaden. Iron Skin Potion. Copper Barren. Und ein Water Walking Potion. Nummer 2. Jetzt bin ich voll gebufft. Gebuffet. Aber ich habe einen Beach Ball. Der geht nicht kaputt bei den Schaufeln. Ganz komisch. Freu nicht. Hier halte ich mal. Stonewall, blablabla. Verwende ich nicht, brauche ich ja. Kannst du mal lassen, mich hier so rumzuschubsen? Boah, wie sind schon. Da ist noch eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen, weil ich keine Schlüssel habe. Puh, oder? Aua. Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Ich brauch Schlüssel. Und einen Zauber. Den ich bekommen kann. Oh mein Gott, sind da viele. Michelle! Schlüssel bekommen? Nein, habe ich nicht. Arthur, the close ear has arrived. LOL, ein close ear has arrived. Also der Kleidungshändler. Ja, Quick-Mura Maser. Das sammle ich einfach mal. Und Bomben. Ich schmeiße mal die Granaten aus. Lass mich! Hier, Mura Maser. Ich halte einen Schaden. Ich habe auch keinen Rückstoßschlag. Aber das braucht. Aber das braucht man für ein Schwert, das man später machen kann. Aber erst später. Mura Maser ist so gut.
recht viel Schaden machen kann. Recht. Wenn man recht gut Schaden machen kann. Wenn hier nichts Besonderes ist, weiß ich nicht. Ich muss ins Gras beißen. Hab ich keinen Schlüssel? Nein, ich habe keinen Schlüssel, aber ich habe 8 Gold. Gothic Bookcase. Sie öffnet. Da brauche ich einen ganz komischförmigen Schlüssel. Und bei dem anderen brauche ich einen goldenen Schlüssel. Den goldenen Schlüssel kann ich kriegen, wenn ich den hier töte, aber ich habe so noch gar keinen goldenen Schlüssel bekommen. Ah, ich habe einen goldenen Schlüssel. Ah. Yay. Goldener Schlüssel, Gold. Und da unten ist ein Slime, der einen goldenen Schlüssel in sich hat. Und wieder Muramasa, aber ein Gravitationstrank, den ich einsetzen werde, um Palmeninseln zu finden und die Himmelsinseln. Mache ich die in meiner Welt oder in einer externen Welt? Noch ein Golden Key. Aber den habe ich ja von Slime. Alter. Da unten war die Engineering. An der bin ich komplett vorbeigelaufen. Aua. 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 Okay, ich bleib jetzt einfach nur stehen. Alter. Ah. Da ist ein Shadow. Ich brauch Tränke. Gravitationstrank brauch ich nicht. Nein, habe ich rausgeworfen. Ich kann jetzt an die Decke schweben. Das mit dem Gravitationsfeld hat die Scheiße gemacht. Alter, lasst mich doch einfach mal.
kein Holz mehr. Doch, ich hab noch Holz. Alter! Alter! Scheiß Aimbot! Kennt mich alle mal am Arsch lecken. Boah, du! Alter! Good all! Flaming Arrows, die ich eh nicht verwende. Alter! Ich sehe so wenig. Ja, da liegen jetzt 5 Gold. Kann ich mir einen Weg machen oder so? Klar, ich muss da ganz runter. Jetzt habe ich wenigstens Skill bekommen. Und jemand aus meiner Skype-Kontaktliste schon gegangen. Johannes, den kennt man vielleicht. Aus diversen Videos. Ah, Knochen! Warum sind da hier schon wieder 2? Da brauche ich einen ganz speziellen Schlüssel. Warte, schon 17 Minuten. Ja, ist klar. Da ist noch mein Beachball. Okay, nice. Alter! Der Dungeon ist scheißen groß, aber zum Glück habe ich die Karte. Da ist ein bisschen Geld. Da muss ich hier runter. Und da ist die Engineering. Hier kann man sich ein bisschen Zeug kaufen. Ja, kann man sich halt Redstone Zeug kaufen. Wo bin ich? Da unten ist ein Slime. Leck mich alle, leck mich alle. Gib mir das Slime, gib mir den Slime. Gib mir die Goldschlüssel. Ich weiß, es bringt nicht viel, aber... Ich hab hier Goldly Aqua Scepter. Hier Healing Potion, Archery Potion. Invisibility Potion. Sally was slain. Dumme Schlampe. Aber wir haben ein Aqua. Leck mich. Könnt mich auch mal. Lass mich. Kommst eh wie immer. Kann ich nicht verwenden. Aber ich glaube, der hält mich voll. Wenn ich das richtig sehe. Aber Aqua Scepter. Kann ich ein bisschen mit rumsprühen. Verbraucht halt mein Mana. Aber kann ich hier so. Könnt mich alle mal. Und da drin bin ich letztens gestorben. Nein, leck mich doch. Kind. Und ich habe keinen goldenen Schlüssel, aber da unten ist ein Slime runtergefallen. Leute, ich finde hier auch. Das hier ist. Hier ist der. Das ist der Goblin-Typ.
Und bei dem kann ich mir hier so Zeug kaufen. Aber ich kaufe mir das Zeug erst später. Aber bei dir kann ich auch die Rocket Boots kaufen, ne? Ja, Rocket Boots. Die kann ich dann anziehen. Für Climbing Claws. Kann ich so machen. Bei dir kann ich auch den Tinkerer Stable kaufen. Ja, kann ich. Weck mich! Oh Gott, ja geil! Boah, hat's jetzt voll gebracht. Wir haben jetzt 2 Golden Keys. Ja, das wird mal wieder eine längere Folge. Wir können ja jetzt so hoch fliegen. Oh, du kannst nicht mal. Hier. Siehst du, was ich von dir halte? Nix. Macht der auch Licht? Nein. Da liegt ein Archery Potion. Night Owl Potion. Nice. Da brauche ich einen ganz komischen Schlüssel für. Und wo kriege ich denn den Schlüssel her? Warum ist eine Lampe? Kannst du mal. Hier. Was ist da drin? Etwas sehr Schönes. Nämlich. Magic Missile. Wie, was ist das? Eine Lichtquelle zum Steuern. Wie ist das denn? Oder wie geil ist das denn? Aber die Knochen muss ich behalten. Eine portable Lichtquelle. Nice. Da oben ist eine Schlüssel. Ja, geil, Healing Potions. Und ich habe noch 2 Schlüssel. Geil. Galomatico. Ah ja. Aber ich mag es doch hier mit dem Magic Missile von Match. Wo ist das Ding? Den Antwort Skepta zu versprühen. Ja, ich kann da runterpissen. Mache ich einfach mal eine längere Dungeon-Folge. Hab einfach mal kein Mana mehr. Und ich gebe voll viel Mana. Ich gebe mir keine Mana-Kristalle. Aber ich sollte auch mal meine Granaten verwenden. So. Instant Kill. Rumsprühen. Und da ist mein Old Potion weggegangen. Nein, hab ich nicht. Aber ich habe einen Shadow. Den brauche ich für sehr spezielle Dinge. In einiger Zeit werde ich den brauchen. Noch eine Lock Chest. Die Hand dann nice. Und 2 Waterbucking Potions. Einnehmen. Ich habe einen Water Can. Kannst du mal. Denn ich kann fliegen. I am flying like a bird. Aber ich muss immer meine Leertaste immer an das Blitz.
Okay, wo könnte noch eine Lockchest sein? Aber ich nehme immer noch Fallschaden. Das mag mir nicht gefallen. Und ich muss schauen, ob ich das Item schon mal gefunden habe. Oder nicht. Was ist das denn? So viele Slimes auf einmal. Und jetzt ist meine Night Old Potion leer gegangen. Was? Da ist noch ein Dungeon Slime. Aber ein Item fehlt mir noch. Was zum... Da drüben ist ein Ei. Ein Ei. Denn er hat kein linkes Ei. Da oben sind noch zwei Lockchests. Was ist da drin? Aquascepta? Nasch die Aquascepta? Du kannst nicht mal. Was ist da drin? Der Kobalt Shield. Den wollte ich haben. Diesen Gott brauche ich sonst wirklich mal alles. Und ich sterbe. Echt? Ist noch was drin? Dynamite. Leck mich. Lauf, 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 lauf. Ja. Da ist alles von dir. Oh, da bin ich reingerannt. Shit. Old Coin 7. Also, ich komme dann nochmal runter. Die Folge ist eine halbe Stunde lang. Also, ich renne da jetzt noch einmal schnell runter. Und dann würde ich sagen: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.